Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GWriters Tutorial. Heute kommen wir zu einem ganz besonders spannenden Thema, sicherlich auch zu einem sehr anspruchsvollen Thema innerhalb einer wissenschaftlichen Arbeit, das auch nicht jeden Tag vorkommt und das auch nicht in allen wissenschaftlichen Arbeiten vorkommt, nämlich das Thema erfolgreiche empirische Arbeiten. Sprich, wie gestalte ich, wie mache ich eine erfolgreiche, empirische, wissenschaftliche Arbeit? Bevor man sich die Frage beantworten kann, sollte man vielleicht erst einmal definieren, was ist überhaupt eine empirische, wissenschaftliche Arbeit? Unter Empirie versteht man ganz salopp und ganz einfach gesagt, dass es zu einer Forschung innerhalb ihrer wissenschaftlichen Arbeit kommt. Das heißt, Sie nehmen einfach nicht nur in Anführungszeichen Erkenntnisse aus der Literatur, bearbeiten diese, wägen diese kritisch ab, sondern ergänzen diese Erkenntnisse aus der Literatur um eine selbstständig durchgeführte Forschung. Beispielhaft können als Instrumente der Empirie, und vielleicht verdeutlicht es noch etwas mehr, was für Sie, was mit Empirie gemeint ist, ein Experiment, ein Test genannt werden, ganz gängige Methoden, ist beispielsweise eine Online-Befragung oder auch Experteninterviews, Panels, also etwas gehört zur Empirie. Sprich, Sie bedienen sich einem Forschungsinstrument, um die Fragestellung, die Hypothesen, die Sie in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit gestellt haben, zu beantworten, zu bestätigen oder auch gegebenenfalls abzulehnen. Wie gehen Sie nun innerhalb einer wissenschaftlichen Arbeit, innerhalb einer Empirie vor? Und das Ganze kann man sich so ein bisschen als Kreislauf vorstellen. Zunächst einmal das Thema Themensuche. Das heißt, bevor Sie natürlich einsteigen, geht es erstmal darum, dass Sie sich Gedanken machen müssen, was ist überhaupt das Thema meiner Empirie? Sprich, hier muss natürlich eine Verbindung dargestellt sein zum Thema Ihrer Arbeit. Und Sie müssen sich fragen, wenn ich eine Thematik habe, die ich empirisch erarbeiten kann, habe ich überhaupt die Möglichkeit, diese empirisch zu beantworten, diese empirisch zu lösen? Bestehen hier Möglichkeiten, Tools, wir kommen später darauf zu sprechen, das dann auch zu tun? Wenn dem so ist und wenn Sie sagen, ja, da gibt es eine Fragestellung, ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Fragestellung empirisch bearbeite und ich hätte auch vielleicht schon die ein oder andere Idee, wie ich das tun könnte, dann hätten Sie sicherlich ein geeignetes Thema gefunden. Ein weiterer ganz zentraler Schritt ist dann in diesem Punkt die sogenannte Operationalisierung. Bei der Operationalisierung geht es darum, dass Sie sich überlegen müssen, was sind Variablen, was sind Indikatoren, die ich im Rahmen meiner empirischen Forschung verwenden kann, um letztlich meine Forschungsfrage oder meine Hypothese zu beantworten. Das heißt, Sie müssen sich ein Modell entwickeln. Sie müssen ein Modell entwickeln. Das können Sie sich vergleichbar so vorstellen wie in der Schule vielleicht eine Formel, die ja auch immer eine Wenn-Dann-Beziehung darstellt. Und Sie müssen sich überlegen, welche Parameter muss ich hinterfragen in meiner wissenschaftlichen Arbeit? Welche Inputwerte benötige ich, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt? Und was sind dann entsprechende Triggerpunkte, wenn man die so nennen möchte, die es beispielsweise bei Menschen oder im persönlichen Verhalten geben muss, damit ein Mensch sich so oder so verhält. Um ein konkretes Beispiel zu nehmen, um das vielleicht noch ein wenig einfacher und verständlicher zu machen. Angenommen, Sie wollen herausfinden, warum Menschen Luxusgüter kaufen und nicht Luxusgüter vielleicht eher nicht oder was. Der Antrieb für manche Menschen ist, Luxusgüter zu kaufen. Da müssten Sie sich im Vorfeld mal überlegen, natürlich anhand
von Literatur, was mögliche Variablen sind, die einen Menschen dazu treiben könnten, Luxusgüter zu kaufen. Preis, Image beispielsweise, nicht Luxusgüter nicht. Dann hätten Sie ein Konstrukt und dann müssen Sie im Rahmen der Operationalisierung überlegen, wie kann ich jetzt das messen. Am Preis ist es relativ einfach, weil der steht meistens drauf. Beim Image wird es vielleicht schon ein wenig schwieriger. Genau das gilt es im Rahmen der Operationalisierung dann entsprechend festzulegen. Das wird im Wesentlichen hier in der Themensuche und teilweise dann auch schon in der Untersuchungsplanung passieren. Weil im Rahmen der Untersuchungsplanung, da geht es dann eben genau darum, wenn Sie dieses Thema festgelegt haben, wenn Sie eine Operationalisierung vorgenommen haben, wenn Sie Konstrukte vorgenommen haben, welche Methodik, also welche Art der empirischen Forschung, die ich am Anfang schon mal kurz erwähnt habe oder beispielhaft erwähnt habe, eignet sich jetzt, diese Punkte zu testen, zu prüfen. Wenn wir bei unserem Beispiel der Luxusmarken bleiben, dann könnte das beispielsweise ein Panel, eine Straßenbefragung sein. Das heißt, Sie könnten einen Fragebogen entwickeln, wo Sie den Menschen verschiedene Güter, verschiedene Produkte zeigen, meinetwegen eine Rolex als Uhr oder vielleicht auch dann eine einfache Uhr aus dem Versandkatalog, die aber vielleicht genauso gut und genauso schön aussieht wie eine Rolex und dann hinterfragen anhand von verschiedenen Parametern, warum entscheidet sich jetzt der Mensch für die Rolex und warum entscheidet er sich vielleicht für die Uhr aus dem Versandkatalog. Oder Sie vertauschen auch vielleicht ganz bewusst Bilder, indem Sie den Namen Rolex auf eine Uhr aus dem Versandkatalog kleben, um herauszufinden, ob es jetzt vielleicht nur der Name ist, warum sich ein Mensch für diese Uhr entscheidet. Hier geht es also ganz konkret darum, sich zu überlegen, was sind die Methoden, mit welchen Methoden gehe ich vor und diese dann auch auszufüllen. Auszufüllen in dem Sinne, dass Sie sie gestalten, beispielsweise indem Sie dann auch eine Online-Befragung machen, indem Sie das Interview vorbereiten, indem Sie den Leitfaden beispielsweise für Ihr Experteninterview schreiben. Und denken Sie immer dran, hier bei der Untersuchungsplanung, dass Sie die Techniken und die Methoden, die Sie verwenden, das sollten auch entsprechend wissenschaftlich valide Methoden sein. Das heißt, Sie sollten die Ansprüche an die wissenschaftlichen Gütekriterien erfüllen. Validität, Objektivität, Reliabilität sind hier zu nennen. Und vor allen Dingen sollten es auch Tools, Methoden sein, die gängig sind. Das heißt, die schon durchgeführt wurden und wo dann auch eine Vergleichbarkeit beispielsweise der Ergebnisse vorhanden ist. Dann unter Punkt 3 der Datenerhebung. Hier geht es dann einfach wirklich darum, die Daten zu erheben. Sprich, hier geht es ins Doing dann, hier geht es darum, dann die Ergebnisse auszuführen, umzusetzen, sprich das Panel durchzuführen, die Online-Befragung durchzuführen, die Experteninterviews zu führen und so weiter und so weiter. Und dann kommt sicherlich von der Arbeit her ein nicht minder zu unterschätzender Bestandteil, nämlich die Datenauswertung. Hier unterscheiden Sie im Wesentlichen qualitative und quantitative Methoden. Quantitativ, Sie können es sich schon vorstellen, zählen, messen, wiegen steht hier dahinter. Also wenn wir beim Beispiel einer Befragung bleiben, wie viele Menschen haben geantwortet, wie viele Menschen haben nicht geantwortet, wie alt waren die Menschen, die geantwortet haben, aus welchen Bevölkerungskreisen stammen die Menschen und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht nur, das kommt dann später in der Interpretation, eine reine Wiedergabe der Auswertung, sondern Sie müssen sich auch hier schon überlegen, wo gibt es beispielsweise auch Verknüpfungen. Verknüpfungen in dem Sinne, nehmen Sie das Beispiel, Sie haben gefragt und stellen fest, von den Beantwortungen kamen 60% von Männern und 40% von
von Frauen. Dann könnten Sie in einem nächsten Schritt tiefer fragen, wenn dann eine nächste Frage kommt, haben dann Männer die nächste Frage eher beispielsweise mit Ja beantwortet oder mit Nein, oder haben Frauen die nächste Frage eher mit Ja und Nein beantwortet. Das heißt, hier geht es dann in der Datenauswertung auch schon darum, eventuell Verknüpfungen zwischen den Ergebnissen herzustellen, die dann in der Interpretation vertieft werden. Und bei den qualitativen Methoden, die qualitativen Verfahren, werden Sie eben überwiegend dann anwenden, wenn keine Zahlen, Daten, Fakten vorliegen, sondern wenn es um verbale Erkenntnisse geht, wobei auch hier durchaus eine Verbindung zwischen quantitativen und qualitativen Methoden denkbar ist, weil nehmen Sie als Beispiel Online-Befragungen, dort werden Sie ja wohl sehr wohl verbale Antworten haben, also gut, schlecht, es geht so, als auch reine quantitative Antworten haben. Eine ganz gängige Methodik, um ein Beispiel zu nennen bei der Datenauswertung, bei den qualitativen Verfahren, ist die Inhaltsanalyse nach Meiring. Hier gibt es auch umfangreiche Literatur dazu, und Ziel dieser Inhaltsanalyse ist es, und das ist das große Ziel bei allen qualitativen Verfahren, aus der Fülle an verbalen Informationen, die Sie zur Verfügung haben, die Quintessenz dann heraus und ableiten zu können. Und ganz am Ende steht die Interpretation und Kommunikation. Das heißt, Sie müssen die Ergebnisse interpretieren, Sie müssen sie in einen wissenschaftlichen Kontext stellen, müssen gegebenenfalls den Abgleich auch zur Theorie, zur Literatur darstellen, und dann am Ende Kommunikation. Hiermit meint auch man dann die Wiedergabe, auch die Präsentation der Ergebnisse, die entweder im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit erfolgt oder vielleicht auch auf Forschungskonferenzen, in Fachvorträgen, in Referaten, in Form von Extra Papers, die Sie beispielsweise gerade bei Dissertationen üblich dann noch aus Ihrer wissenschaftlichen Arbeit erstellen. Das heißt, hier geht es dann auch ein bisschen darum, Werbung zu machen und Ihre Ergebnisse auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das wäre sozusagen der Kreislauf der Empirie. Sie sehen also, ein relativ breites Feld, ein sehr intensives, auch in Teilen, je nach ausgewählter Methodik, ein sehr anspruchsvolles Feld. Wichtig ist wirklich, dass Sie sich strikt an diesen Kreislauf halten, auch diese 5 Schritte voneinander trennen, und wie immer fast im Leben, Themensuche ist ganz, ganz wichtig und zentral. Das heißt, Sie müssen am Anfang erstmal überlegen, haben Sie ein Thema? Und ist dieses Thema auch geeignet, und das ist die wichtigste Frage, es empirisch zu bearbeiten und empirisch zu erforschen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Glück, viel Erfolg bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere heute hier bei dem Thema empirische Forschung. Vielen Dank.